Hallo, servus meine Freunde, schön, dass ihr wieder damit bei seid bei meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über zusätzliche Scheinwerfer an Fahrzeugen sprechen. Was ist erlaubt und was nicht. Aber bevor wir anfangen, möchte ich mich erstmal bedanken. Bedanken dafür, dass ihr mich bei meinem letzten Video darauf aufmerksam gemacht habt, dass meine Videos zu lang sind. Und ja, es stimmt, meine Videos sind zu lang. Ich habe mich einmal selbst beobachtet, was für Videos ich mir so anschaue. Und das sind Videos 10 Minuten, maximal 15 Minuten. Aber alles, was länger ist, denkt man sich, ach, das gucke ich mir später an und dabei verbleibt es dann meistens. Sei das Thema auch noch so spannend. Und deswegen heute mal ein Kurzvideo von unter 5 Minuten und ohne Intro. Darauf kann ich heute verzichten. Worauf ich allerdings nicht verzichten kann, ist ein rechtlicher Hinweis. Denn in Deutschland ist es so, wenn man kein Anwalt oder ähnliches ist, darf man keine Rechtsberatung durchführen. Und deswegen ganz ausdrücklich, dieses Video ist keine Rechtsberatung, sondern lediglich eine Informationssammlung nach meinem heutigen Kenntnisstand. Das heißt, wenn ihr das Video in 3 Jahren oder später anschaut, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ich sage das nur so ausdrücklich, nicht dass ihr nachher sagt bei einer Polizeikontrolle, ja, aber der Hilke hat erzählt oder so ähnlich. Also, wenn ihr euch da was aufs Dach baut, dann informiert euch vorher, was an eurem Fahrzeug erlaubt ist und was nicht. Bevor ich mir meine Scheinwerfer aufs Dach geschraubt habe, habe ich mich auch informiert und recht schnell beschlossen, dass ich diese 2 Scheinwerfer als Arbeitsscheinwerfer betreibe. Denn bei Arbeitsscheinwerfer habe ich am wenigsten zu beachten. Aus dem einfachen Grund, weil sie grundsätzlich nicht in den öffentlichen Straßenverkehr zulässig sind. Arbeitsscheinwerfer sind hauptsächlich dafür da, Privatgrundstücke wie Holzlagerplatz, Teichanlagen, eventuell noch Zeltplatz oder zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches, wie zum Beispiel bei landwirtschaftlichen Maschinen. Natürlich gibt es hier und da auch einige Ausnahmen wie Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, Müllwagen oder andere kommunale Fahrzeuge. Da dies aber für die wenigsten von euch wohl zutrifft, gilt grundsätzlich keine Arbeitsscheinwerfer im öffentlichen Straßenverkehr. Wer dennoch von euch mit mehr Licht im öffentlichen Verkehr unterwegs sein möchte, für den gibt es die Option Zusatzscheinwerfer, Zusatzfernscheinwerfer oder Rückfahrscheinwerfer. Wobei Rückfahrscheinwerfer auch nur an sind, wenn ihr den Rückwärtsgang eingelegt habt und euch somit auch nicht wirklich weiterhelfen. Aber egal für welchen der 3 Scheinwerfer ihr euch entscheidet, gibt es hierfür bestimmte Richtlinien wie Helligkeit, Höhe, Winkel und so weiter, die vom TÜV kontrolliert und eingetragen werden müssen. Grundsätzlich dürfen maximal 2 zusätzliche Scheinwerfer zur normalen Fahrzeugbeleuchtung zugeschaltet werden. Das heißt, wenn ihr schon 2 Zusatzscheinwerfer habt, die automatisch angehen, sobald ihr das Abblendlicht einschaltet, und wollt jetzt noch 2 Zusatzfernscheinwerfer montieren, die angehen, sobald ihr das Fernlicht einschaltet, müssen die so geschaltet sein, dass die Zusatzscheinwerfer von Abblendlicht automatisch ausgehen. Also nicht, dass ihr plötzlich so tannenbaummäßig mit 4 zusätzlichen Scheinwerfern oder so unterwegs seid. Die Freiheit habt ihr nur bei Arbeitsscheinwerfer. Da dürft ihr so viele montieren, wie ihr wollt. Übrigens sind die meisten Scheinwerfer und LED-Lightbars, die es bei eBay, Amazon, Wish oder ähnlichen Internetplattformen gibt, nur als Arbeitsscheinwerfer zu verwenden, weil sie kein E-Prüfzeichen oder Zulassungsnummer haben und euch somit der TÜV-Prüfer ohne Eintragung wieder nach Hause schicken wird. Und wer von euch ganz offensichtlich illegal im Straßenverkehr unterwegs sein möchte, der bestellt sich gleich blau blinkende Stroboskopblitzer. Diese sind heutzutage nämlich kaum noch von echtem Blaulicht zu unterscheiden. Das Interessante daran ist, wenn ihr damit angehalten werdet, zahlt ihr die gleiche Geldstrafe, als würden sie euch mit Arbeitsscheinwerfer in Straßenverkehr anhalten. Nämlich lapidare 10 Euro. Mit dem Unterschied, dass ihr das Blaulicht direkt an Ort und Stelle los seid. Anders sieht das aus, wenn jemand durch eure Blaulichtaktion einen Unfall baut. Dann seid ihr nicht nur das Blaulicht los, sondern euer Lappen auch. Aber bevor ich euch jetzt noch blöde Ideen bringe, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Hypno-Hilke. Sonst wird das Video wieder zu lang.